So, erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Dieses Mal schauen wir in die zweite Klasse Nord A, wo am Tag der Arbeit in Salzburg-Taxham das Spiel zwischen dem ASV Taxham und dem USV Schlehdorf stattfand. Die Tabellensituation sah so aus, dass die Gäste aus Schlehdorf die Tabelle anführen, während die Gastgeber auf Platz 2 in der Tabelle zu finden sind. Man kann also mit Fug und Recht von einem Spitzenspiel sprechen. Im Meisterschaftsspiel zwischen dem ASV Taxham und dem USV Schlehdorf zunächst einmal die in Grün spielenden Gäste, die mit Marco Sampel im Tor begannen am Ball. Auf Seiten des ASV Taxham steht übrigens Rudolf Klavan, der auch gleichzeitig Kapitän ist, zwischen den Pfosten. Zunächst einmal weiter Abschlag. Immer noch da ASV Taxham am Ball. Bei leichtem Regen und der Ball geht zum ersten Mal ins Out. Im Vordergrund sehen wir mit der Nummer 27 Ferhat Bulakli. Und ja, jetzt geht der Ball wieder ins Out. Der Ball bleibt allerdings nicht lange im Spiel. Hier sehen wir die Nummer 11, Femi Hashini, auf Seiten des ASV Taxham. Wird nach vorne gespielt. Immer noch der ASV Taxham und das Spiel ist zum ersten Mal unterbrochen und das gibt mir Gelegenheit, euch die Tabellensituation zu verraten. Es spielt hier nämlich der zweitplatzierte ASV Taxham gegen den Tabellenführer aus Schlehdorf. Also ein Spiel, von dem man mit Fug und Recht sagen kann, dass es das Spitzenspiel in dieser Liga ist. Von einem Spitzenspiel darf man sich natürlich einiges erwarten und wir sind gespannt, ob das Spiel auch die Erwartungen erfüllt. Sicher gehalten von Marco Sampel, dem Torhüter der Gäste. Nur das Wetter könnte aus meiner Sicht durchaus etwas besser sein. Aber naja, darauf haben wir ja keinen Einfluss. Die Nummer 2 der Gäste, das ist übrigens Gerald Rieder. Einwurf durch Femi Hashini bzw. durch die Nummer 27 Ferhat Bulakli. Mittlerweile sind hier in dieser Begegnung etwas mehr als 3 Minuten gespielt und das Spiel wird mit einem Einwurf für die Gäste aus Schlehdorf fortgesetzt. Wieder die Gäste am Ball, den er allerdings verliert, ein Rückpass, der ein Torwart den Ball nicht mit der Hand nehmen darf. Ah, die Nummer 23 sollte man auch kurz erwähnen. Mümin Omras, auch er ist im Mittelfeld im Einsatz. Und das auf Seiten des ASV Taxham. Wie gesagt, der Spielstand lautet noch 0:0 und soeben hat die 5. Spielminute begonnen. Der Ball wird für meine Begriffe doch zu weit vorgelegt
Und da das Spiel wieder unterbrochen ist, gibt es mehr Gelegenheit, den Schiedsrichter näher hervorzuholen. Gerhard Freidel ist Schiedsrichter, assistiert an den Linien von Christian Labkalo und Nureddin Secker. Es gibt Freistoß für die Gäste aus Schlehdorf. Dauert natürlich wieder lange und das gibt mir Gelegenheit, euch zu sagen, dass am 100 Zuschauer den Weg hierher auf der Sportanlage Bollagen stattgefunden und sehr bisher ein ausgeglichenes Spiel, wie es auch der oben eingeblendete Spielstand von 0:0 widerspiegelt. Wieder Eckball, gut abgewehrt von Rudolf Glavan, dem Kapitän der Gastgeber. Und es gibt natürlich einen Eckball, dieses Mal von der rechten Seite aus Sicht der Hammerer. Ja, das Rascheln im Hintergrund ist natürlich die Folie, bei der ich eingesetzt habe, um die Kamera vor Feuchtigkeit zu schützen. Wie schon erwähnt, ein ja, eher wechselhaftes Wetter hier auf der Sportanlage in Salzburg-Taxham. Jetzt wieder Marco Sampel, der Torhüter des USV Schleder vom Ball. Rückpass, wieder auf eine nicht ganz ungefährliche Angelegenheit. Ah, sowas kann durchaus ins Auge gehen. Sollte man also nicht unbedingt hier unnötigerweise herumspielen. Wiederum ein schöner Angriff, gut gemacht. Ah, eine kleine Unmisslichkeit von Marco Sampel. Für meine Begriffe doch sehr weit heraus, aber es gibt Einwurf von der Nummer 27, Fer Bulakli und den ASV Taxham. Wiederum Einwurf. Schöner Versuch. Und das war der erste Schuss, der knapp über das Tor der Gäste drüber ging. Da wäre Marco Sampel, glaube ich, machtlos gewesen. Glück für den Tabellenführer aus Schlehdorf. Dass der Ball da nicht ins Tor ging. Es gibt Freistoß für den ASV Taxham. Immer noch der Gastgeber im Angriff. Aber der Ball für meine Begriffe etwas zu weit vorgelegt, somit kein weiterer
Torschuss, geschweige denn ein Treffer. Aber die Chance war auf jeden Fall da und es wäre natürlich auch gut, wenn man diese Chance nutzen würde. Sei es wie sei, wir befinden uns in der 10. Spielminute. Sicher gehalten von Marco Sampel, der hier aus dem Tor herauskam und somit den Ball sicher fangen konnte. Rückpass. Spielend in der Verteidigung den Ball, was natürlich eher nicht unbedingt gut ist, nach vorne spielen und nach Möglichkeit auch den Ball kontrollieren. Rückpass. Und kein Problem für Rudolf Glavan, dem Torwart, der Gastgewalt ist. So, langsam. Ein Spieler, der also tagsam liegt im Rasen, kann allerdings Gott sei Dank weiterspielen. Und es gibt Freistoß. Ah, wiederum eine gute Möglichkeit für den Vertragsam, die einmal mehr ungenutzt geblieben ist. Man muss es leider in dieser Deutlichkeit sagen. Somit Abstoß von Marco Sampel, dem Torhüter des USV Schlehdorf. Immer noch die Geste Ball. Pass zur Mitte. Es dürfte allerdings hier einen Freistoß geben. Nein, es ist der Ball für den USV Schlehdorf. Und mittlerweile sind 13,5 Minuten hier in diesem Spitzenspiel der 2. Klasse Nord A gespielt. Nur, was hier bei diesem Spiel fehlt, sind die Tore, die Torchancen. Man kann es so mit Fug und Recht so sagen, auf jeden Fall da. Immer noch ein Angriff, schöne Aktion, sollte vielleicht abziehen, zieht ab, au!
Das ist natürlich nicht gerade toll für den Stürmer. Der Ball geht doch, sehr deutlich über das Tor. Um Akos Sampel wiederum eine gute Chance für den Eisbad Aksam. Nur man sollte halt diese Chancen auch nützen. Flanke hinein. Fuß. Immer noch der Eisbad Aksam. Sollte vielleicht jetzt endlich einmal eine Lücke finden. Vielleicht jetzt. Ja. Ein harter, aber fairer Einsatz vom USV Schlehdorf. Dem Tabellenführer der zweiten Klasse Nord A. Erneuter Eckball. Jetzt wieder Rudolf Klavan. Und es gibt wieder erneut einen Freistoß. Wir sehen die Nummer 8 der Gäste, Christoph Wegelmeier. Ausgeführt wird der Freistoß allerdings von der Nummer 19, Dominik Kirchner. Wieder eine gute Aktion. Immer noch der USV Schlehdorf. Und Rudolf Klavan macht sich bereit für einen Abstoß. Immer noch Rudolf Klavan, der Torhüter, ist das fast tagsam. Und der Ball geht ins Aus. Ja, mittlerweile befinden wir uns in der 19. Spielminute. Ja, mehr Tore wäre durchaus wünschenswert. Jetzt ist das Spiel wieder elendslang unterbrochen und das gibt mir Gelegenheit, euch etwas später die beiden Trainer noch vorzustellen. Denn jetzt gibt es wieder eine schöne Kontermöglichkeit über die rechte Seite, aber der Ball geht ins Aus. Ja, der Eisbad Aksam wird von Milan Kuturillo betreut und auf Seiten der Gäste aus Schlehdorf sitzt Salija auf der Trainerbank. Jetzt wieder Marco Sampel
die deinen Angriff vom USV Schleder vorne gespielt, aber dieses Mal hat die Abwehr der Gastgeber sehr gut aufgepasst. Schöne Aktion. Der Ball geht allerdings sehr deutlich am Tor von Rudolf Klavan vorbei. Ja, jetzt nach vorne spielen. Es gab schon zahlreiche Chancen, aber da gibt es ein Foul an einem Spieler, der Gastgeber. War allerdings aus dieser Perspektive schwierig zu erkennen, an wem. Jedenfalls gibt es Freistoß. Ja, ich schätze mal die Distanz gut 25 Meter. Läuft an, aber der Ball geht doch sehr deutlich am Tor von Markus Sampel vorbei. Markus Sampel lässt sich dafür ich unverständlicherweise Zeit. Und der Ball geht ins Out. Wiederum eine schöne Aktion, spielt er nach vorne. Wieder ein Rückpass, sollte eigentlich nach vorne spielen. Was kann doch dann so schwer sein? Und da gibt es wieder ein Foul. Und einen weiteren Freistoß für den HSV Taxan. Ja, der Schuss sollte da wesentlich genauer sein. Für meine Begriffe doch sehr ungenau. Und da gibt es ein weiteres Foul. Er sollte eigentlich durchaus einmal gehandelt werden.
Aber Tischschiedsrichterpfeife von Gerhard Freidel bleibt in diesem Fall stumm. Mittlerweile befinden wir uns in der 25. Spielminute. Und für alle, die später zugeschaltet haben, ihr habt nichts verpasst. Ihr seht es oben eingeblendet, keine Tore, 0 zu 0, der aktuelle Zwischenstand. Wiederum geht der Ball ins Out. Wiederum geht der Ball ins Out. Im Vordergrund sehen wir erneut die Nummer 27. Der Bulacke. Jetzt wieder ein Foul an Nevzat. Okay, es geht der Nummer 17. Und das Spiel wird wieder fortgesetzt. Ja, jetzt liegt ein Spieler am Rasen. Und das ist etwas, was auch mich am Fußball etwas stört, dass sich einige Akteure dermaßen lang am Rasen wälzen und das Spiel unnötigerweise unterbrechen. Und das ist ein Punkt, der natürlich von mehreren Seiten kritisiert wird. Wie ich finde, auch absolut zu Recht. Es gibt jedenfalls Freistoß für den USV Schlehdorf. Ja, geht allerdings nicht ins Tor von Rudolf Klavan. Ja. Und vielleicht mehr gehen. Schon wieder ein Rückpass, wofür das eigentlich gut sein soll, weiß ich jetzt überhaupt nicht. Wir befinden uns allerdings in der 30. Spielminute.
Und wieder geht der Ball wahrscheinlich sogar auf die daneben liegenden Bahngleise. Somit kommt logischerweise ein neuer Ball ins Spiel. Und der Ball geht erneut ins Out. Ja, nach derzeitigem Stand kommt es zu einer Punkteteilung. Allerdings sind noch eine gute Stunde ist zu spielen und da kann einiges passieren. Noch eine Viertelstunde in dieser ersten Halbzeit und dann noch eine ganze Halbzeit, die ebenfalls, ihr wisst es sicher, 45 Minuten dauert. Zumindest, wenn man keine Nachspielzeit einrechnet. Die es natürlich auch dann gibt, wenn das Spiel durch Verletzungen oder sonstige Aktionen längere Zeit unterbrochen ist. Jetzt wieder der USV-Schläger vom Ball. Sollte abziehen? Ah, war nicht schlecht angedacht. Ja, wieder ist der Ball im Out und ja, ist also, was soll man dazu großartig sagen? Der Ball geht über das Tor von Marco Sampel drüber. Es gibt Abstoß. Thank you.
Der Ball geht allerdings an Tor von Rudolf Klavan vorbei. Es sind 35 Minuten 45 gespielt, nach einfach torlos 0:0 in der ersten Halbzeit des Spielers Zweiter gegen den Ersten der zweiten Klasse Nord A. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Ja, vielleicht mehr Verantwortung übernehmen. Hoffball. Ah, gut aufgepasst. Und wieder eine gute Aktion von der Abwehr des USV Schlehdorf. Wiederum Eckball für den Eisbären. Tagsam. Ja, ihr merkt es natürlich. Zur ersten Halbzeit gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Weil es gibt zwar einige Chancen, aber halt leider keine Tore. Eigentlich schade, aber es ist eine Tatsache, die natürlich auch, und das freut mich besonders, für den Torhüter spricht. Wisst sicher, warum das so ist. Für alle, denen das nicht der Fall ist, verrate ich, ich bin selber Torhüter. Und ja, daher meine grundsätzlich positive Einstellung zu diesen Spielern, die man mit Fug und Recht als die wichtigsten Spieler auf dem Platz bezeichnen kann. Denn von ihnen hängt, wie wir wissen, ziemlich viel ab. Und hier haben wir einen Freistoß gesehen, der über das Tor von Marco Sampel geht. Marco Sampel macht sich bereit für einen Abstoß. Rudolf Klavan. Rückpass, dieses Mal darf auch Marco Sampel den Ball nicht mit der Hand nehmen und befördert ihn mit dem Fuß ins Out.
Somit Einwurf durch den Nummer 11, Femi Haschem. Nummer 10, das ist David Ruiz Bison. Wiederum Herr Schane, Nummer 11. Ja, und mittlerweile sind wir in der Schlussphase dieser ersten Halbzeit. Weiter Abschlag dieses Mal von einem Spieler durchgeführt. Ich habe leider aus dieser Perspektive nicht erkennen können, welcher es ist. Vordergrund T Nummer 3, Sebastian Köld-Ringer. Auf Seiten des USV Schredorf. Schuss! Oh, gute Parade! Herrlich gemacht von Rudolf Klavan. Das hätte durchaus das 0:1 sein können. Aber ja, Glück für die Gastgeber, dass Rudolf Klavan sehr, sehr gut aufgepasst hat. Von Markus Ampel. Guter Pass. Sicher gehalten von Markus Hampel. Ja, es gibt natürlich durchaus Chancen für die Gastgeber, nur man müsste es hier allerdings auch nutzen. Jetzt wieder, da ist Vertragsam. Ja, kann durchaus mal das geben. Und der Ball wird natürlich vom Tor der Gäste weggefördert. Und zwar vom Ampel. Allerdings liegt wieder ein Spieler der Gäste auf dem Rasen und das gibt mir Gelegenheit, euch das erfreuliche Ergebnis von den Salzburger Fußballbullen im ÖFB Cup zu verraten. Die Salzburger Fußballbullen gewinnen nämlich gegen den SV Ried im Cupfinale mit 3:0 und entscheiden sie somit auch den Bewerb für dich, somit das 9. Tor. Gratulation an dieser Stelle dazu. Der Ball geht dieses Mal doch sehr weit am Tor von Rudolf Klavan vorbei.
Und es gibt natürlich ein Foul. Jetzt noch in der ersten Halbzeit, kurz vor der Pause. Der Ball wird nach vorne gespielt. Noch ein Pass, der Ball geht wiederum ins Out. Und das war die Halbzeit. Spielstand nach 45 Minuten. Torlos 0:0 und das Ergebnis bricht auch dem Spielverlauf. Da beide Torhüter in der ersten Halbzeit ihre Aufgaben erledigten, blieb es logischerweise beim 0:0. Ob in der zweiten Halbzeit Tor fielen oder das 0:0 auch der Endstand war, das sehen wir jetzt. Wir befinden uns in der zweiten Halbzeit des Spieles zwischen dem SV Taxum und dem USV Schledorf, bei dem es in der ersten Halbzeit keine Tore gab und somit lautet der Spielstand torlos 0:0. Die Seiten wurden gewechselt und jetzt ist der SV Taxum mit einem Angriff. Sollte für und abgewehrt! Herrlich gemacht von Markus Appel, der zur Ecke klären konnte und mit einem ja absolut sehenswerten Reflex einen Treffer der Gastgeber, die übrigens auf Platz 2 der Tabelle liegen, verhindern konnte. Tabellenführer ist übrigens, wie ihr sicher wisst, der USV Schledorf. Der Eckball wird jetzt bald einmal ausgeführt, passt zur Mitte, Schuss, gut aufgepasst von der Abwehr, aber der Gastgeber bleibt dran. Wiederum der SV Taxum. Und kein Problem für Rudolf Glavan, dem Torhüter, der Gastgeber. Ja, ihr seht es natürlich, auch da gibt es leichten Regen und gleichzeitig Sonnenschein. Aprilwetter Anfang Mai. Wir schreiben ja aktuell den Tag der Arbeit, der erste Mal, wo dieses Spiel über den Rasen hing. Die Nummer 19, der Gastgeber, das ist Benit Sidi Lusadisu. Er spielt die Position des Verteidigers. Da sehen wir ihn im Vordergrund. Es gibt Freistoß für den Gastgeber. Marco Sampel macht einen weiten Abstoß von seinem Tor und der Ball geht erneut wieder ins Aus. Jetzt wieder der SV Taxum.
Wieder Einwurf. Benny Zidilusser, die Nummer 19, ist jetzt gerade am Ball. Passt auf. Mila Alejandro Coyas Lopez. Weiter, ja. Natürlich alle ziemlich langen Armen auf Seiten des ASV Daxam. Jetzt wieder die Geste. Ah! Da sind zwei Spieler ordentlich zusammengekracht. War allerdings regelkonform und somit richtige Entscheidung vom Schiedsrichter Gerhard Freidel, da kein Foul zu geben. Regelkonform ist es beim Fußball, wenn er von vorne. Somit kann sich wohl kein Spieler in Luft auflösen. Daher verstehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich, warum sich da einige Zuschauer darüber beschwert haben. Sei es wie sei, Gäste aus Schwedorf haben den Ball. Ja, und das Spiel ist jetzt unterbrochen. Das gibt mir Gelegenheit, euch ein paar weitere Ergebnisse dieser Liga bekannt zu geben. Straßwalchenitz trennt sich vom UFC Lepimus mit 1:1. Der UFC SV Halvang 1B verliert gegen Liefering SV mit 0:2. Birmus 1B besiegt die 1B-Mannschaft des UFV Dalgau mit 3:1 und die 1B-Mannschaft des TSV Neumarkt war gegen den SSK mit 4:2 erfolgreich. Das allerdings der Vollständigkeit halber die Ergebnisse aus der zweiten Klasse Nord A. Wir kommen zurück zu diesem Spitzenspiel der zweiten Klasse Nord A, sicher gehalten von Marco Sampel. Und das Spiel wird auf jeden Fall fortgesetzt. Und wenn ein Spiel wieder unterbrochen ist, verrate ich euch die Ergebnisse der zweiten Klasse Nord B, die jetzt auch mittlerweile vollständig vorliegen. Doch dazu später mehr. Spiel ist unterbrochen, gibt jetzt wieder Freistoß für die Gäste des USV Schledorf. Passt zur Mitte. Und der Ball geht erneut ins Out. Ja, jetzt wieder Eckball. Flanke hinein.
Aber diese noch geht der Ball über das Tor von Rudolf Laban. Bislang auch fehlerfrei gespielt. Wiederum Rudolf Klavan, der zu seinen Mitspielern passt. Und das Spiel ist wieder mal unterbrochen. Eine leider sehr, sehr häufige Szene in dieser zweiten Halbzeit. Und mittlerweile befinden wir uns in der 56. Spielminute. Wieder ein Pass, immer noch der USV Schredow am Ball. Dort wieder elendslange. Und der Ball geht erneut ins Out. Einmal für den SV Taxam. Das zur Mitte. Es gibt Abstoß vom Tor des USV Schledorf. Ausgeführt erneut von einem Feldspieler, der den Ball nach vorne spielt. Und es gibt diese Ball. Ich glaube, die Nummer 12 weiß vom USV Schledorf. Das ist der eingewechselte Yahya Poyas. Wiederum die Nummer 10. David Ruiz Pinzon, den wir hier vorher gesehen haben. Aber der Ball geht ja zunächst ins Haar. David Ruiz Pinzon lag am Rasten, kann allerdings Gott sei Dank weiter spielen. Ako nemaš nikoga koji te može voditi, a?
Ja, jetzt liegen zwei Spieler am Rasen, dürfte wohl eine längere Unterbrechung ergeben. Und das gibt mir Gelegenheit, euch die Ergebnisse der zweiten Klasse Nord B zu verraten. Die 1B-Mannschaft des SK Alnet verlor gegen die 1B-Mannschaft von Golling mit 0:3. Der UFC Sitznam verlor gegen Bad Figan mit 0:1. Ebenso 0:1 der FC Buch 1B gegen den SSC Großgmain. Und der UFC Hallein 1B verlor gegen die Sportunion Abtenau mit 2:4. Einen Heimsieg gab es beim Spiel des SAK 1B gegen den USK Elsbeten, Endstand 2:1 für die Nonntaler. Wir schauen noch in die zweite Klasse Süd, wo es folgende Ergebnisse gab. Der BSK 1B verlor gegen Hütter mit 2:3. Uttendorf Niedernsil musste sich gegen Annaberg Lungertz mit 1:3 geschlagen geben. Und der SC Wald Königsleiten trennte sich mit 1:1 von WSC Marterndorf. Die weiteren Ergebnisse: TSU Bramberg 1B gegen Zell am See 0:5, war kein Gewinn gegen den UFC Dernten mit 3:0 und der USK Mur verlor gegen den USV Dorfgastein mit 1:6 und einen 7:0. Heimsieg gab es beim Spiel SV Mühlbach am Hochkönig gegen die 1B-Mannschaft vom UFC Altenmarkt. Ja, das waren die Ergebnisse aus den zweiten Klassen hier in unserem Sendegebiet. Und wir konzentrieren uns jetzt wieder auf die zweiten Klassen Nord-A-Begegnung, dem Spitzenspiel zwischen dem ISV Taxam und dem USV Schledorf, dem zweiten gegen den ersten, wo es, ihr seht ja, ist oben eingeblendet, torlos 0:0 steht. Ja, jetzt sind gerade 62. Spielminute. Aufgrund der langen Unterbrechung wird es sicherlich einiges an Nachspielzeit geben. So viel kann man auf jeden Fall schon jetzt sagen. Gute Aktion mit einem Pass nach vorne. Ja, da dürfte es einen Foul gegeben haben. Auch in Heineken in den Tor aufgenommen, ohne Foul. Aber der Spielstand lautet nach wie vor torlos 0:0. Wieder ein Rückpass auf Rudolf Klavan. Ja, bislang bei den Schüssen der Gäste immer zur Stelle. Und ja, schöne Aktion, könnte man durchaus machen. Rückpass und der Ball geht ins Out. Ja, genau diese permanenten Unterbrechungen sind es, die ein Spiel eher nicht so interessant machten. Um es mal vorne auszudrücken.
sicher gehalten von Rudolf Klavand. Ja, und mittlerweile sind knappe 70 Minuten gespielt. Es hat sich nichts getan, obwohl insbesondere die Gastgeber gute Chancen hatten, aber sie nicht nutzen konnten. Und wenn es aus Sicht der Gastgeber blöd hergeht, bewahrheitet sich eine alte Fußballerweisheit. Tore, die man nicht schießt, kassiert man. Ich weiß, es können wahrscheinlich die wenigsten Fußballer diese Weisheit hören. Aber sie hat natürlich ihre Richtigkeit. Und jetzt gibt es den USV Schlehdorf. Und die Tatsache gilt natürlich auch für die anderen, nämlich für den USV Schlehdorf. Wenn man keine Tore schießt, dann kassiert man sie. Der Ball wird erneut ins Out gespielt. Da gibt es durchaus noch einiges an Gesprächsbedarf. Aber das Spiel wird mit einem Schiedsrichterball abgesetzt. Ja, ihr seht es natürlich im Hintergrund. Dicke Wolken, wenigstens der leichte Ring hat aufgehört. Und der Ball geht ins Out. Einwurf durch die Nummer 6, Sebastian Schleicher vom USV Schlehdorf. Und wiederum geht der Ball ins Out. Einwurf für den HSV Taxam. Beziehungsweise für den USV Schlehdorf. Ausgeführt von der Nummer 4, Thomas Herbst. Immer, oh, das war keine ungefährliche Situation. Benicio Lussardiso am Ball. Ah, da gibt es irgendwie einige Auseinandersetzungen am Spielfeld. Und Rudolf Klavan hat den Ball, spielt ihn zu seinem Mitspieler. Passt nach vorne. Ja, da könnte durchaus mehr gehen. Sicher gehalten von Rudolf Klavan, dem Torwart des HSV Taxam. Schuss sicher gehalten von Marco Sampel, der auch in dieser Phase wieder etwas zu tun bekommt. Mittlerweile ist die 74. Ja, die ...68. Spielminute angebrochen, jetzt die 69. Und es gibt einen Freistoß. Durchaus eine, ja, doch große Distanz. Freistoß wird ausgeführt.
Wird nach vorne gespielt. Zieht er, verteidelt sich vielleicht, sollte man ihn doch etwas abziehen. Ah, so eine gute Torchance müsste eigentlich genutzt werden. Und jetzt entscheidet der Schiedsrichter dieser Begegnung. Gerhard Freidel auf Foulspiel, ich finde, nicht ganz so unrecht. Ja, jetzt liegt natürlich ein Spieler. Dieses Herumgeliege ist etwas, was mich persönlich beim Fußball maßloses nervt. Ich finde es unsportlich. Nach Möglichkeit weiterspielen, und das ist halt das Schöne beim Eishockey. Wir stehen dann auf und spielen weiter. So etwas würde ich mir auch beim Fußball wünschen. Jetzt wieder ein Angriff, der Gastgeber. Immer noch die Gastgeber am Ball. Verlieren ihn. Kann der USV Schledorf daraus was machen? Nein, sehe ich auch. Vielleicht jetzt. Kontermöglichkeit über die rechte Seite. Pass zur Mitte. Ich glaube, es war die Nummer 6, Sebastian Schleicher, der hier den Pass gegeben hat, aber kein Problem für Rudolf Klavan, dem Torhüter, der Gastgeber, den Ball zu sichern. Ja, mittlerweile stehen wir in der 72. Spielminute. Ja, war allerdings schon im Out und somit erneuter Abstoß von Rudolf Klavan. Jetzt steht er, der Gastgeber. Ah, wieso eigentlich ein Rückpass? Kann mir das irgendwer erklären? Sowas ist natürlich nicht ganz ungefährlich, wenn ein Gegner direkt neben einem Verteidiger ist. Da ist es doch wichtig, den Ball wegzuschießen. Weg vom eigenen Tor. Und sicher gehalten von Marco Sampel. Und ja, wiederum ein Foul. Natürlich wieder eine elendslange Unterbrechung. Ja, 74. Spielminute. Die Zeit läuft natürlich. Und wir haben bislang nach wie vor kein Tor gesehen. Zwar Torchancen, aber bislang konnte keine von ihnen verwertet werden. Hoffentlich ändert sich das noch. Yeah.
Ja, natürlich relativ ruhig und man merkt eigentlich gar nicht, dass hier 100 Zuschauer den Weg auf die Sportanlage Polaren gefunden haben. Oder vielleicht ist es auch so, dass die fehlenden Tore die Stimmen hier doch ziemlich trüben. Nachvollziehbar wäre es auf jeden Fall. Jetzt wieder eine schöne Aktion, aber sicher gefangen von Rudolf Klavan. Jetzt wieder der ASV Taxam am Ball. Jetzt vielleicht, ja, wer schießt früh abziehen, nicht so viel Abbrezel. Ja, im Nachschuss konnte sich Marco Sampel auszeichnen. Wieder eine Top-Chance für die Gastgeber, das möglicherweise entscheidende Tor zu erzielen. Aber ebenso muss man leider sagen, dass diese Chance erneut vergeben wurde. Wiederum der USV Schleder vom Ball. Ja, wir befinden uns mittlerweile in der 78. Spielminute. Die zweite Halbzeit war wohl sehr geprägt und zum Teil sehr lange Unterbrechungen. Das heißt, man kann jetzt schon sagen, dass es wohl einiges an Nachspielzeit in dieser Begegnung geben wird. Es gibt erneut Freistoß für die Gäste aus Schlehdorf. Ja, schätzungsweise eine Distanz von 25 Meter. Wirkt das vielleicht jetzt ein Tor? Zu wünschen wäre es auf jeden Fall. Läuft vorbei. Jetzt Schuss! Aber der Ball geht knapp am Tor von Rudolf Klavan vorbei. Ja.
weiter Abstoß vom Tor des HSV Tags haben. Ja, nach vorne gespielt. Wiederum Sebastian Költringer, der jetzt am Ball ist, sollte zur Mitte passen. Ach, dieses ewige Herumgedädel, sollten einfach mal schießen, das kann doch mal nicht so schwer sein. Oder doch? Ja, sieht ganz so aus. Aber schießen ist hier das Erfolgsrezept. Ah, da gibt es natürlich ein Foul. Neffi, du musst mit links sortieren, Alter. Ja. Völlig zu Recht eine Karte, da wäre zumindest eine gelbe Karte fällig gewesen. War für mich ein klares Foul. Wir sind allerdings in Nummer 89. Aaron Uhr, ein Abwehrspieler des ISV Aksam, wobei doch sehr, sehr auffällig ist, dass eher hohe Rückennummern hier vorhanden sind, was eher beim Eishockey als beim Fußball üblich ist. Und an dieser Stelle darf ich erwähnen, dass Rudolf Glavan im Tor des ISV Aksam die Nummer 91 trägt. Eher ungewöhnlich für einen Fußballtormann. Man würde eher annehmen, ein Fußballgoalie trägt üblicherweise die Nummer 1. Wie es bei Marco Sampel auf Seiten des USV Schlehdorf der Fall ist. Einwurf für den Langsam. Jetzt wieder Marco Sampel, den wir mit Torwartreserven. Weiter Abschlag vom Tor des USV Schlehdorf. Aber der Ball geht erneut ins Out und da ist Vertragsam. Hat erneut Einwurf ausgeführt von der Nummer 18, Jose Julio Montes. Jetzt wieder der USV Schlehdorf mit einem Einwurf. Nummer 2 habe ich euch öfter vorgestellt, das ist Gerald Rieder. Ah, wieder ein Rückpass. Jungs aufs gegnerische Tor schießen wäre halt durchaus eine sehr empfehlenswerte Sache. Ja, mittlerweile befinden wir uns in der 85. Spielminute. Naja, viel Zeit bleibt nicht mehr, wenn man die Nachspielzeit nicht berücksichtigt, die es, ich habe es ja schon öfter erwähnt, definitiv geben wird.
Jetzt wieder ein Angriff. Wird das vielleicht ein Tor? Wenn das ein Tor wird, könnte es entscheidend sein. Schuss! Ah, guter Schuss. Aber geht auch gut über das Tor von Marco Sampel. Und warum verdreht der Gäste den Ball noch ins hintere Netz? Das weiß er wahrscheinlich maximal selber. Für mich auf jeden Fall nicht nachvollziehbar, diese Reaktion. Hätte durchaus eine gelbe Karte wegen Spielverzögerung geben können, die auch gerechtfertigt gewesen wäre. Ja. Was war das bitte? Ja, gut gemacht. Vom SV Sachsen. Jetzt wieder ein Angriff vom SV Schlehdorf. Ja, schießen, das könnte durchaus das Erfolgsrezept sein. Wir befinden uns in der Schlussphase der regulären Spielzeit. 88. Spielminute. Darum, da ist Vertragsam mit der Nummer 17, Nifzat zu Keski. Es gibt wieder Einwurf für den Eisvertragsam von der Nummer 18, José Julio Montes Delgado. Der den Ball in der Hand hat. Wieder eine elendslange Unterbrechung. Wiederum da. Gute Aktion. Das war nicht so einfach, wie es aussah. Da hätte es durchaus schäber müssen und ich bin sicher, wäre der Ball ins Tor gegangen.
so hätte das sicher die Vorentscheidung bedeutet. Aber von hätte und wäre hat man nichts. Und somit steht es nach wie vor torlos 0:0 in einem Spiel, bei dem die reguläre Spielzeit in diesen Augenblicken ja aktuell vorbei ist. Jetzt hat soeben die Nachspielzeit begonnen. Jetzt wieder der SV Taxam. Ah, gut aufgepasst. Ja, es gibt einen weiteren Freistoß. Für den Ausbau Taxam. Dessen Ausführung doch sehr lange dauert. Ah, immer noch aufgepasst. Der Ball geht erneut ins Out und her. Es wird natürlich gute 4 Minuten Nachspielzeit geben. Beziehungsweise wurde es so angezeigt. Bin ja mal gespannt, wie es weitergeht. Jedenfalls bereitet sich der USV Schlädorf auf einen Abstoß vor, der jetzt ausgeführt wird. Ja, wieder mal zurück, anstatt aufs Tor zu spielen. Vielleicht jetzt. Ah, gut gemacht von Rudolf Glavan. War kein Tor, richtige Entscheidung. Denn wofür als zum Tor verhindern, ist ein Goalie, denn sonst da. Jetzt wieder ein schöner Angriff. Sebastian Köntringer übernimmt den Ball, übernimmt den Schuss und da! 0:1 für die Gäste aus Schlädorf. Herrlich gemacht und natürlich jubelt auch Marco Kampel darüber. Freut sich natürlich und das dürfte wohl der entscheidende Treffer für die Gäste und den Tabellenführer aus Schlädorf gewesen sein. Ich glaube allerdings, dass Rudolf Glavan, der Torhüter, der Gastgeber, dann auch mit den Fingerspitzen dran war. Aber ja, was nutzt es? Der Ball war jedenfals im Tor. Somit 0:1 aus Sicht des HSV Taxam. Der HSV Taxam ist noch am Ball. Jetzt ist es nur mal eine Frage der Zeit, bis der Schlusspfiff dieser Begegnung ertönt und für meine Begriffe auch schon entschieden. Und hier ist der Schlusspfiff.
Die Gäste aus Schlehdorf gewinnen diese Begegnung knapp, aber letzten Endes durchaus verdient mit 1:0 und nehmen somit die 3 Punkte mit. An dieser Stelle Gratulation nach Schlehdorf. Hier noch einige Bilder vom. Und das war der Schlusspfiff. Endstand 0:1. Gratulation nach Schlehdorf. Erst in der Nachspielzeit gelang es Sebastian Költringer vom USV Schlehdorf, den Ball im Tor des ansonsten sehr guten Rudolf Klavan unterzubringen. Somit lautete das Endergebnis 1:0 für den Tabellenführer, wobei zu sagen ist, dass die Gastgeber des SV Taxam durchaus ihre Chancen hatten, aber wenn man keine Tore schießt, dann kassiert man sie. Mit diesen Informationen sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Sportreporter Markus Dorn.